Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero. Naja, ist nicht so Zero Dawn-mäßig gerade, aber ziemlich Sonnenaufgang-mäßig gerade los, aber naja. Wohin führt uns der Pfad? Womit machen die denn das Licht? Dass ich da über die Brücke muss, hätte ich jetzt ohne dieses Licht niemals gewusst. Oh, Heilung. Bitte ja. Wie funktioniert das? Ich kann wohl erst rüber, wenn genug Wasser einläuft. Wenn genug Wasser einläuft, sagst du? Ja, yep, der Fokus sieht die Markierungen. Das ist aber schön. Muss ich den richtigen Moment abpassen? Ich habe echt keine Lust zu sterben. Mich raten, ich muss da über die Slackline. Und einmal herum. Ich hoffe, der speichert irgendwo mal zwischen. Wie komme ich da rüber? Gut, runter. Ist er runter? Muss da wieder Wasser rein? Runter, dann hoch. Ich gehe jetzt mal gucken, was unten los ist. Wahrscheinlich nur auf jeden Fall, dass man runterfällt oder was. Heilung. Bitte ja, bitte gern. Da geht's hoch. Gleich. Da geht's gleich. Helles! Helles Pigment! Ich kann eintauschen. Ich habe zwar keine Ahnung mehr gegen was, aber jetzt kann ich gegen irgendwas eintauschen. Ich muss am Seil ziehen, um das Ding in Position zu bringen. Okay, die Brücke füllt sich. Komme ich auch so rüber? Ich hab ehrlich gesagt da keine Lust, das auszuprobieren. Weil ich da so komisch im Kreis springen muss dann. Na, ich lasse es mal sein. Bin ja sonst immer sehr risikofreudig hier, aber Gewissheit nicht zu wissen, ob ich sterbe und es gespeichert hat, weiß ich, ist ein bisschen blöd. Achso. Geschafft. Okay, noch mehr Wasserfälle. Huch. So. Das ist ja nochmal gut gegangen. Das wäre bestimmt auch eine mega Aussicht. Wenn es gerade nicht schneien würde. Leichte Schieflage, die Brücken hier.
was ist... Hat nicht übertrieben. Hier ist irgendetwas Neues. Und es ist wohl kaum freundlich. Es ist noch da? Ich würde das gerne scannen. Schade. Oh, Lagerfeuer entdeckt. Oh ja, bitte. Wo ist das Lagerfeuer denn? Der was? Gib mir dieses Lagerfeuer. Oh mein Gott. Bitte ja. Oh, das hat sich selten so gut angefühlt. Falsch. Hier ist alles hergestellt. Kein Platz. Genau in Richtung des Maschinengebrülls. Ist hier irgendwas? Oder taucht da gleich noch irgendwas auf? Natürlich taucht da gleich noch irgendwas auf. Bestimmt das Vieh, was wir gerade gesehen haben. Das ist laut gerade. Oh. Danke. Wo ist es hin? Ich bin da versteckt, ne? Da ist es. Frostklaue. Notizbuch. Schwäche, Feuer. Schwäche, alles. Alles, Schock und Abriss. Feuer ist gut, Abriss ist sowieso gut. Das hat aber keinen sehr großen Radius. Level 36. Mist. Ich sollte ihn ausschalten. Ein Turm, ne? Er mich von hier? Dreh dich bitte um. Okay. Es bleibt wohl nichts anderes übrig. Alles abschießen. Jetzt mal alles abschießen. Ups. Ah.
Hallo. Neue Maschine erledigt. Und jetzt suche ich Urea. Das ist so kompliziert. Muss ich klettern. So kompliziert war das zum Glück nicht. Aber auch nur, weil es nur einer war. Ich will natürlich Eisschaden. Schutz nehmen können, ne? Ich habe schon zu viel dabei. Zu viel? Das geht gar nicht. Okay. Wieder ein bisschen Holz mitnehmen. Ich muss mal kurz gucken, was ich da oben alles abgeschossen habe. Ob ich überhaupt was abgeschossen habe. Cool war das schon. Kann man jetzt nichts gegen sagen. Da muss ich hoch. Da sollte ich hochkommen können. Also, wer auch immer dieser Urea ist, die ist ganz schön sportlich. Ganz wichtig, diese Zeitlupe. Hier draußen könnte man glatt vergessen, wie sich Wärme anfühlt. Ey, was ist die Urea für ein Mensch, hier längs klettern zu müssen? Das muss der Schrein sein, von dem Naltuk sprach. Ich hole mir etwas Blauglanz. Ja. Es glitzert. Kein Wunder, dass es wertvoll ist. Hat sie das? Was ist das? Ein Sturmvogel? Bisschen groß für einen Sturmvogel, oder?
Eine Satellitenschüssel. Ich finde das so cool, dieses Afterworld-Design. Naltuk sagte, Urea sei am Schrein vorbei zum Berg gegangen. Ich nehme besser die Treppe. Leiter außer Reichweite. War das Urea? Muss es wohl anders versuchen. Einfach abschießen, dass sie runterkommt. Ein altes Tor. Vielleicht ist Urea dort. Ureas Zufluchtsort. März 2046. Ich versuche jetzt schon seit 16 Stunden Upgrades zu installieren, um die Leistung des Zentralprozessors zu steigern. Projekt Firebreak wird die Denkkraft brauchen. Hoffentlich habe ich selbst auch genug. Anita war die ganze Zeit über bei mir. Wir haben viel geschafft. Aber jede Berührung oder der Duft ihres Haares... Oh Mann. Ich sollte ins Bett gehen. Vielleicht eher kalt duschen. Seltsame Ausrüstung. Was war das hier? Sieht aus wie ein Kraftwerk. Frag mich nicht. Da war es schon wieder die Subnautica-Musik. Frag mich nicht, wieso es für mich hier aussieht wie ein Kraftwerk. Sicherheitschef Blevins mit einer erneuten Notversorgungsordnung. Lest sie diesmal gefälligst, okay? Ihr wollt sicher nicht, dass ich meine Leute anrufe. In SLC. Muss ich da längs, oder? Keine Lasagne. Schade. Dann will ich das schon gar nicht mehr lesen. Da, ich muss sowieso gleich durch die Lücke drehen. Datenquelle. Verschlossen. Vielleicht kann mein Fokus helfen. Komm gerade von hier, ne? Komme ich von da? Was ist das hier für ein Labyrinth? Da liegt noch was? Noch eine E-Mail von meiner Schwester. Ich hatte kaum Zeit zum Denken oder Antworten. Oh, das Foto der Mädchen hat mein schlechtes Gewissen nur noch verstärkt. Jenny sieht so stolz aus in ihrem Pilgerkostüm. Ach, verdammt. Ich habe Thanksgiving noch nie verpasst. Und die Chancen für Weihnachten? Ach, gleich null. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, dass ich all das nur zu Ihrer Sicherheit tue. Sicherheitschef Blevins schikaniert uns wie ein verdammter Tyrann. Ich kann nicht einmal mehr niesen, ohne dass er mich kontrolliert. Das war eine wichtige Information. Die Tür schon wieder. Geh wieder raus. Mit unserem hochmodernen, ultrasicheren und absolut erforderlichen Orbikularstahl-Schloss-Türschloss.
Die Knoten auf dem Boden müssen mit dem Tor verbunden sein. Das macht irgendwas. Was soll ich mit diesen Lichtern machen? Wir müssen alle an sein, ne? Höchstwahrscheinlich. Kann mir hier mein Fokus weiterhelfen? Na gut. Mal sehen, ob offen ist. Mal schauen. Sesam, öffne dich. Sieht gut aus. Hat sie sich selbst hier eingeschlossen, wenn sie hier drin sein sollte? Was? Huch, was ist das denn? Bunkertüren? Mein Fokus findet hier vielleicht was. Was soll er denn hier finden? Kann ich hier überhaupt hier fokussen? Ich gehe einfach mal hoch. Ach, die ist gar nicht in dem Bunker drin, sondern die war da, wo die Leiter eigentlich schon heruntergelassen war, ne? Also früher haben Leute Fahrstühle benutzt. Man kann es natürlich auch so wie Aloy machen. Das hält zumindest fit. Frische Luft voraus. Alles vereist. Alles verrostet, alles vereist. Ach, wieder raus. Vielleicht komme ich durch die Struktur da drüben wieder rein. Mal schauen. Ist eine Leiter? Irgendwas grummelt hier. Ich muss wohl zu diesen Treppen. Da ist ein Lagerfeuer. Ich hab's genau gesehen. Oh. Ui. Ich, jo. Das hat mich kurz ein bisschen schockiert, dass ich beinahe gestorben bin. Musik wird voll schön hier. Nicht mehr viel höher. Uria muss nahe sein. Und dann ist sie einfach nicht da. Sie muss irgendwo hier drin sein. Stufe 2 abgeschlossen.
Habt ihr vielleicht noch irgendwo eine Energiezelle für mich? Wie ich sowieso schon mal hier bin? Ne, kann ja gar nicht sein. Muss ja irgendwo im regulären Spielverlauf sein. Nicht im DLC. Jemand hat die Menütafel gehackt, damit sie Obszönitäten über unseren Kollegen Mr. Blevins anzeigt. Ist das hier das fortschrittlichste Geologieprojekt aller Zeiten oder doch eher ein Kindergarten? Kommt an, Leute. Das eine schließt das andere nicht aus. Schon mal gar nicht beim Menschen. Ich frage wieder, wie ich jetzt schon tausendmal gefragt habe. Sprich mit mir. Was soll ich denn noch für dich tun? Gibt es kein Gebet, das zu dir dringt? Kein Zeichen, das deine Fesseln löst? Nicht helfen, wenn du schweigst. Alles, was ich will, ist ein Flüstern, das mich leitet. Wer? Nein. Wie? Wie bist du hergekommen? Der Weg war von der Stimme selbst versiegelt. Ich hab sowas benutzt. Soll ich es dir zeigen? Ja, zeig's mir. Bitte. Okay. Das ist größer, aber das Ziel bleibt gleich. Das Licht muss zurück zur Quelle. Das Licht muss zurück zur Quelle. Geht das Licht denn gerade hin? Hier hin, ne? Ui. Kann ja nur in die eine oder die andere Richtung. Probier einfach irgendwas aus. Das wird schon. Falsche Richtung, ja. Neues. Hilfskanal wiederhergestellt. Ah! Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. Ist da jemand? Urea? Urea, ich brauche dich. Befugte Übertragung. Erplante Aufgabe fortsetzen.
Nein, ich gebe nicht auf. Urea, der Dämon zwingt mich. Urea, bitte. Übertragung beendet. Durch dich ist die Stimme zurück. Was? Was zum Teufel war das denn jetzt? Was für eine Stimme und woher kennt ein Mechanismus der Vergangenheit ihren Namen? Okay, ich glaube, das erfahren wir in der nächsten. Wir müssen reden. Müssen wir, aber nicht mehr in dieser Folge. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt weiter spiele. Ich muss nämlich ich glaube, ich gehe jetzt besser schlafen. Ich rede mit ihr in der nächsten Folge. Er hat ihr wehgetan. Ja. Aber das hat auch noch bis, keine Ahnung, je nachdem, wann ich das nächste Mal wieder spiele, noch Zeit, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!